Jakob Kock-Evers, derjenige, der bei seiner zweiten Runde, bei der zweiten Wertungsprüfung, sich den Sieg holte mit Cadeau du Ciel. Dass der Sieg in der zweiten Wertungsprüfung keine Eintagsfliege war, sondern nur das passende Vorspiel auf den großen Sieg, das hat er uns heute gezeigt. Gratulation für den Sieg. Hatte man gestern schon so ein bisschen damit gerechnet? Ja, also Freitag war ja noch nicht so, war wegen der Fahrt, glaube ich, noch nicht so gut in Stimmung. Aber gestern hat er sich top präsentiert, er war super und hat alles getan und war wie sonst auch. Und ich wusste, dass wenn er null geht jetzt heute im Umlauf und dass das dann schwer sei, das Pferd zu schlagen. Augen auf bei der Berufswahl, sage ich sowieso immer. Jakob Kock-Evers ist Schornsteinfeger und diesmal hat er sich selber unglaublich viel Glück gebracht. Kann man das selber machen? Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt nur Glück war. Ich meine, das war das Jahresziel. Wir haben voll drauf hingearbeitet, nur auf das jetzt. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun. Ebenfalls vorne rum, ganz wichtig. Und dann auch schnell den Weg finden für die letzte Linie. Mit seinem sprunggewaltigen Corofino 2 gilt es jetzt lediglich den letzten, den Karosprung oben zu lassen. Und dann mit der Nullrunde und neuer Topzeit im Ziel angelangt zu sein. Gestern siegreich, heute wieder mit der Toprunde. 42,08 Sekunden.